Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie ihr schwer erkennen könnt, sitze ich hier mit Jello und wir haben hier einige an Döner. Ich werde heute versuchen, 7 Döner zu essen. Grammzahl vom Döner ist so zwischen 380 und 420. 20 Gramm ungefähr so. Ich würde sagen, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos. Achso. Und wir fangen an, ja. Die Döner haben wir von Baran Döner. Viele Berliner kennen den. Wo ist der gewesen? Morbid. Morbid. Sehr leckerer Dönerladen. Letztes Mal hatten wir Akiki, davor hatten wir Ur. Jetzt haben wir Bara. Haben wir noch ein Vita-Wert, Menina? Ja, super. Kann ich schon machen. Dann hau rein, Bro. Okay, kannst du anfangen. Ich kann anfangen jetzt, ja? Und jetzt achtet auf die Zeit der ersten 3 Döner. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Warte, mach mal Timer mit deiner Uhr an, bitte. Ja, warte. Kannst du anfangen? Okay, lass hin. You versus you. Gib diese Döner. Ja, mach. Sehr schön. Sehr schön. 21.30 Uhr und los. Ist 21.30 Uhr. Sehr gut. Du hast heute noch nichts gegessen? Ja. Du hast doch, kannst du nicht ganz passieren. Ja. Also hier, ich mach Timer. Ihr könnt gerne alle auch ein Follow bei Ada da lassen. Live im Stream 7 Döner hat noch nie jemand geschafft, Ada. Ist ein normaler Döner. Erster Döner nach 50 Sekunden gleich bei dir. Gutes Teil. So, der Reisstrang, wie anders das Brot gerecht wird nach 20 Minuten. Wenn sich frische besser schmecken? Ja, ja. Also, erster Döner weg, sehr schön. Oh, aber das ist auch ein Brocken. Also. Ja. Die sind schon nicht klein. Und was hast du damit vor? Erklär mir mal, warum du die mitgebracht hast. Boah, ich hab keine Zeit zu reden. Erklär den Leuten, was du hier gemacht hast. Was ist das? Ich dachte, vielleicht wenn so dieser Ekelgeschmack kommt, dass ich einfach so einen Löffel von der Schokolade nehme, das ein bisschen neutralisiert. Aber ich dachte, ich weiß nicht, ob es wird ist oder... Ja. Wir sollen ein Training machen mit Ada, einen Tag. Wollten wir machen. Aber habe ich mich verletzt. 400 Gramm mal 7 wären fast 3 Kilo Döner. Ist nicht so geil. Elia, ja, du musst dich auch beeilen, ne? Ich versuche ein bisschen die Kommunikation zu machen und du hast ein Ziel vor Augen. Wenn es zu lange dauert, ist irgendwann zu Ende. Warum? Naja. Manu und Diego? Du kommst hier nicht drauf. Dein Job. Geh runter. Geh runter. Ja. Mach weiter so. Zweiter Döner weg nach 4 Minuten. Wie eigentlich musst du 3 schaffen? Normale Menschen essen einen und das war's. Manchmal, wenn ich richtig, richtig Hunger habe, esse ich 2. Der Döner ist richtig geil. Hier unten hat er so die Soßen. Das ist jetzt das beste Stück. So Fleisch, die Soßen kommen so raus. Seht ihr das? Oh, der war so geil, der Biss. Ich schwöre, die Soßen, Shoutout an Baran. Wenn ihr das seht, Dönerladen, top. Der Laden hat bis 2 Uhr nachts offen. Oder ich glaube sogar 3. Kommt ein bisschen drauf an. Und da bin ich früher ganz, ganz oft nach dem Stream hingefahren. Ah, der Tunnelblick. Ich habe heute 2-mal mit ihm telefoniert, ich schwör's dir. Er ist auf jeden Fall mit einem Plan hier angekommen. Er ist mit einem Plan hier angekommen. So, ich habe jetzt einen Döner gegessen. Ich sag ehrlich, ich könnte jetzt noch ein bisschen was essen so. Wusstest du, dass das hier der Special Stream der Woche ist? Ich mach immer einmal die Woche einen Special Stream, wo ich mir immer so ein paar Sachen überlege. Und das hier ist der Special Stream für die Woche.
Ja, ich versuche ein bisschen zu reden. Sorry, dass ich die ganze Zeit... Einen kleinen Löffel. Ja. Jetzt schon der Löffel? Ich will mal probieren. Jetzt schon der Löffel? Alter? Nein, ich will es nur hinlegen, chill. Nach 3,5 der Löffel? Sorry, dass ich nicht so viel rede, aber ich versuche mich zu konzentrieren, deswegen ist es nicht so. Ich gehe nicht auf jede Frage ein. Und deswegen rede ich. Mach dein Ding. Mach du dein Ding. Du bist ja gerade daran, was Historisches zu schaffen. Wieso übertreiben die immer so bei dem Fleisch? Bei so einem Challenges. So eine richtig dicke, ordentliche Fleisch da unten. Davon 7 ist entspannt. 10 Subs, du schaffst 7. Ach, du hast auch. Melina hat ihren ersten Döner gleich nach 13 Minuten geschafft. Diego, sag was, er hört nicht auf mich. Psst. Er geht nicht runter. Geh runter! Sag, mach du mal. Diego, runter! Wie krass, warum geht sie bei. Wieso geht er bei ihr runter? Tja, weil ich hier der Boss bin. Das sind doch nur 3 Kilo, wieso stellt er sich so an? Wird hier geschrieben. War aber auf dem Sub im ersten. Der zweite geht bei, also schmeckt mir sogar noch. Ich sag, der zweite schmeckt mir noch. Guck mal, wie der auch so, wie unscheinbar der da so liegt und nicht provoziert. Dieser, guck mal, wie der liegt. Der sagt so was Witze von mir. Und das ist jetzt Nummer 5. Ist krank. Ja, wie Gott muss voll die den machen, der guckt dir das an, ich schwöre. Das ist so geistkrank. Ich schwöre. Gefühl habe ich das Gefühl, die machen immer nur voll, wenn man einen Challenge machen will, Dicker. Also man kann nicht sagen, hier klar, man sieht ja, wie groß der ist. Ja, guckt euch das an, ich schwöre. Wenn einer irgendwas sagt, der kann ich gar nicht mehr. Wir haben die gewogen, es geht eigentlich, also ist normal. 380, ich weiß nicht wie viel. Ich hab ihn sogar gefragt. Mhm. Er meinte, in Berlin gibt es sogar Richtlinien, wie viel ein Döner wiegen muss. Ach wirklich? Mhm. Und? Das ist sogar kontrolliert. Ach echt? Okay, krass. Wie viel? Er meinte, es ist eigentlich so ein Richtwert, also es muss auf jeden Fall so 400 Gramm wiegen. Mhm. Also um die 400. Um die 400 so. Er meinte, natürlich kannst du jetzt nicht direkt, weil die, das machen die ja rein, weißt du, ein bisschen mal. 2 Tomaten mehr oder so, aber er meinte, Berliner Döner muss eigentlich 400 Gramm wiegen. Ist. Wenn es weniger wiegt, also wenn es weniger wiegt, könntest du eigentlich theoretisch hingehen und 9 Jaras erfüllen ein bisschen. Also wir haben hier ein paar gewogen, aber die haben ein bisschen gespackt. Aber ihr habt es ja gesehen, manche waren 380, 370, manche waren 415. Auf jeden Fall so zwischen 380 und 420 sowas. Seht ihr, wie viel Fleisch da drin ist und wie wenig Gemüse? Bam! Stellt euch mal vor, Anna beim Döner-Date. Er ist so mit Döner und sagt kein Wort. Stell ich mir lustig vor, Evi, du nicht? Also. Also, falls ihr euch gefragt habt, was Ade für einen Trainingsplan macht, das ist sein Ernährungsplan. So sieht man aus, wenn man 10 Döner frisst. Aber ich merke schon, dass er es sehr ernst meint. Also, letztes Mal hast du viel mehr geredet und sowas. Hier, du bist mit einem Plan hergekommen, nichts gegessen, sagt, ich esse jetzt. Er hat mir auch geschrieben, dass er schnell essen möchte. Alter. Oh, so einen bräuchte ich jetzt, ich will. Ja, so einen bräuchte ich jetzt. Ich geb dir den, warte. Wir haben letztes Mal 6 Döner in 50 Minuten. Ich bin bei 5 und wir haben 20 Minuten. Ja, aber Bruder, du übertreibst ja hier auch komplett. Aber glaub mir, die nächsten, das war letztes Mal auch so. Du hattest letztes Mal... Die beiden werden Einzelkampf. Ja.
Ich meine jetzt schon. Persönlich. Die beiden werden persönlich. Ja, die werden gehen, die gehen auf Ehre. Die gehen wirklich auf Ehre. Ja. Ich werde auch gleich den ersten Löffel nehmen. Ja. Und ich bin eigentlich ein ganz guter Esser. Könnt ihr mit Nina fahren. Ich bestelle mir immer zwei Hauptspeisen und so. Ich schaffe die auch immer. Zwei normale Döner ist halt so auch okay, reicht. Gerne alle Ader abchecken auf Twitch und Insta und YouTube. Und wenn ihr einen Prime-Sub übrig hast, an die ganzen 50.000 Leute hier, sofort hier reinfolgen und auch einen Sub da lassen. Eldos schreibt You vs. You. Soll ich mal so einen Löffel nehmen? Das ist richtig geil, ja. Kennst du das nicht? Auch super Placement. ESN, wir haben beide einen Code. Einmal Code ADA und einmal Code EDI. Also wenn ihr euch Sachen bei ESN holen wollt, dann macht's mit unseren Codes. Ja, 100 Gramm haben 500 Kalorien. Was ist das denn? Ja, ist halt... Ja, ich weiß. Weiter. Aber es, das ist so 100%, ne? 100% Haselnuss. Oder fast, warte, sag mal her. Nee, so Proteincreme. Guck mal auf 100 Gramm. Ah ja, ich sehe, ich sehe. Soll so gesunde Alternative zu Nutella sein, so, weißt du? Mhm. 21 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Riecht aber genauso wie Nutella. Schmeckt auch, also schmeckt nicht 1 zu 1 wie Nutella, schmeckt gut, sehr gut. Soll ich mal nehmen? Ja, nimm. Und das hast du mitgenommen, wegen anderen Geschmack als Döner? Ja, das ist so ein bisschen Dingschuss, neutralisiert vielleicht. Ich gebe, okay. Boah, geil. Was? Probier mal diese, wird dir noch mehr gefallen, glaube ich. Magst du Kokosnuss? Probier mal, glaub mir, underrated. Boah, das ist wirklich geil. Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist für dich. Ist schon sehr süß, ne? Also der Mund. Echt? Ich würde jetzt lieber 100 Kilometer laufen, anstatt die Zeit, die du hast. 100 Kilometer laufen? Ja, okay, ist aber für dich. Du hast mir gesagt, du verlässt diesen Raum nicht, bis du die 7 Döner geschafft hast. Weiß ich auch nicht. Du verlässt den Raum nicht? Boah, ist aber nicht so eine geile Konsistenz. Da war Haselnut geiler. Mmh. Das schmeckt wild, wa? Boah, da sind ja so Stückchen drin. Schmeckt wie Raffaello bisschen. Ja, ich schwöre. Ich schwöre, das schmeckt wie Raffaello. Das schmeckt 1 zu 1 wie diese Creme in Raffaello. Geisteskrank. Und wie löffelst du, wenn du auf Kalorien kommen musst? Ja, so, das, mach eine so Hälfte Löffel da rein und dann Hälfte Löffel Erdnussbutter, das ist Snickers. Okay, krass. Ich schwöre, geil. Und gleich ausverkauft, wirklich. Dann benutzt unseren Code. Dann spart ihr wenigstens auch noch was. 5 weg. Stark. Jetzt kommt Döner Nummer 6 bei ihm. Krank. Ich schwöre, das ist wirklich krank, ne? Es ist wirklich krank. Und man kann hier nicht, ihr seht, er ist live im Stream. Aber ich sag ehrlich, wer dich so ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, dass er kranke Sachen macht. Es ist auch nicht normal. Ich will ihn nicht so viel fragen, so, der soll sich auf sein Essen konzentrieren, aber der Typ geht jeden Tag fast einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon und danach aufs Fahrrad. Also jeder, der, das ist schon krank, was er macht. Wer läuft, ja stimmt, wann bist du 60 Kilometer gelaufen, letzte Woche? Deswegen, Chat. Danke, ich glaube, es war ein bisschen würdig. Ich glaube, das war's nicht. Das ist mein dritter. Echt? Ich schwöre, wenn du den schaffst, hast du was. Du musst dich schaffen. Ey, du musst dich schaffen, bitte. Bruder, mach du erstmal deine 7. Ja, ich mach trotzdem nicht auf mir. Aber bitte, ich will mich pushen, Dicker. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Geil, geil. Aber ich habe noch nie in meinem Leben 3 Döner gegessen. Ja, aber deswegen, heute ist der Tag. Es ist ein besonderer Tag heute. Es ist ein besonderer Tag. Melle, 1 bis 10 der Döner, deine Meinung? Also er war halt kalt, aber so kalt, schon so eine 8, so 7,5, 8. War lecker. Das, was er macht, ist nicht normal. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber ich esse eigentlich meistens so 2 Sachen, 2 Hauptspeisen. Ich bin kein schlechter Esser, auch wenn ich gerade ganz schön dünn bin. Aber
Das ist schon so. 3 finde ich ist. Ist es gerade der letzte? Nein. Ist Nummer 6. Aber es sieht gut aus. 6. Ich wünschte, es wäre der letzte. Schmeckt noch? 5,5 bist du, ne? Ist jetzt der 6. Ja. Was ist schwieriger, 62 Kilometer laufen oder 7 Döner? 7 Döner. Echt jetzt? Mhm. Hab ich auf jeden Fall die Zeit vom letzten Mal gestoppt. Weil du am Anfang hast du echt Meter gemacht. Ja. Oder du hast 3 Döner in 7 Minuten oder so gegessen. Wirklich? Ja. Wie viel Döner, oder in 8, 9? Weiß ich nicht mehr. Ah, da wirklich Respekt, sehr ehrgeizig. Bist eine Maschine, schreibt einer. Danke, Bro. Wie ist so der Fettfilm? Geistkrank. Ja, ne? Auch meine Lippen sind schon fett. Ich fühle mich so, als ob ich. Egal. Ich sag, du würdest 9 schaffen, wenn die immer frisch gemacht werden. Echt? Du isst? Glaub ich auch sehr. Bruder, ich kenne ja den Döner. Ich habe den immer gegessen. Bruder, wenn du reinbeißt und das ist alles noch so knackig. Knackig und sehr. Du haust dann, wenn du 7 labrige wegmachst, machst du 9 normale weg. Das ist ein riesen Unterschied, Digga. Dieses Brot, es ist schwierig. Ist aber immer so. Ja, oder? Soll ich mal vor Ort machen? Bei 50.000 Zuschauern? Was glaubst du, wie viele hier es reichen, wenn 100 aus Berlin kommen von den Zuschauern? Die kommen dann da hin und sagen, hey, die kann ich mit dem Bild haben. Kannst du ja nicht machen da. Nee, aber wir müssen es dann halt an einem Wochentag machen und dann halt nur YouTube-Videos, also nicht streamen. Ja, aber YouTube-Video ist ja verwirrt. Die Leute wussten, weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass das Video fake war? Dass wir das geschnitten haben und sonst was? Was soll ich das so sagen? Dass man 5 Sekunden nicht die Dönerfolie gesehen hat, oh, war fake. Deswegen machen wir das ja auch im Stream, damit die Leute sagen, okay, passt. Aber ich sag ehrlich, wenn du an den guten Menschenverstand denkst, wenn jemand einen ficken will, will er ihn so, sorry, darf man sowas sagen? Ja, in meinen Streams sagt man sowas nicht, nein. Muss ich schon hier richtig, ne? Artikulieren? Ja. Ich benutze keine Ausdrücke in meinen Streams. Sowas mache ich nicht. Ja, ich werde glaube ich 3 Monate keinen Döner mehr essen. Nachschub. Sag mir, wie ist das? Dankeschön, Mine. Ja. Guck mal, wie er sich provoziert, der Döner. Guck mal, wie er da so sitzt. Guck mal, wie er dich anguckt. Guck mal, wie er dich anguckt. Der sagt, du schaffst das nicht. Was willst du von mir? Shake Shack, Ada, ich schwöre. Shake Shack hab ich schon gegessen, Challenge. Ja. Shake Shack. 12. Du hast genauso viele Shake Shack wie Cheeseburger. Das war aber dein Lachertag. Warum? Nee, danach hab ich noch 8 Donuts. Achso. Ich versuche immer einmal die Woche so einen Stream zu machen, den ich nicht so oft mache. Und da hilft mir Ada. Hier. Weil ich könnte niemals alleine die Challenge machen. Ja. Und die Highlights kommen bei Ada auf den YouTube-Kanal. Die Highlights vom Döner essen. 6 geschafft. Und das wird jetzt persönlich. Leute, ihr müsst mal überlegen, das sind einfach 2 Kilo Döner, die er gerade gegessen hat. Nee, 2,5 mittlerweile. Echt? Ja. Stimmt, 6 mal 4 ist. Ja, es ist verrückt. Der letzte wird persönlich. Er hat gerade 2,5 Kilo gegessen, Leute. Gibt man mir 30, 20 Sekunden, um auf einmal pissen zu gehen? Oder ist das Ding, denken die, ist Cheat dann? Ist Cheat, bleib lieber hier. Bleib lieber hier. Wenn dann richtig. Soll ich Kamera mitnehmen? Was soll ich sagen? ich kann ja mit offener Tür pinkeln. Dass du merkst, dass ich pinkel. Wenn du so dringend musst, dann kannst du gehen. Ich verbiete dir. Wäre auf jeden Fall gut, weil es ein bisschen Druck ablassen. Oben Druck, was ist das denn? Ich kann die Kamera drehen, aber ich weiß nicht, ob. Also, wer denkt, dass ich in 20 Sekunden, 30 Sekunden kotze, Dicker, dann weiß ich auch nicht mehr, Dicker. Dann beide dich.
Warte sofort, lass mich kurz den einmal runterschlucken. Adler, das ist das ist mein Kleiderschrank. Das ist mein Kleiderschrank, du Arschloch. Links. Hinten. Hat's, glaube ich. Der will meinen Kleiderschrank pissen. Er hört uns ja jetzt nicht. Wir könnten jetzt richtig frech sein und extra viel Fleisch in seinen Döner machen. Aber ich sage euch ehrlich, Chat, das sind wirklich, gemein. Also, ich weiß nicht, ich sitze ja neben ihm, ne? Und wir machen ja hier ein bisschen Film und, ne, ist cool. Aber jetzt mal Real Talk, ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich bemerkenswert. Also, der hat ein Talent für Essen und Laufen und Sport und so. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommt. Ich sitze daneben und ich kann es nicht glauben. Ist krank. Ich finde es auch krass, dass er nicht so Bauchkrämpfe hat. Ja, aber der hat ja auch... Hey, überleg mal. Wenn ihr, Chat, wenn ihr seht, wie der aussieht auch. Das ist, ich sag, er hat einen Knacks. So sehen auch keine Läufer aus. Weißt du, was ich meine? Scheiß drauf, sonst fühlt er sich. Geht's nicht von alleine aus? Ja. Achso, ja, wir haben auf jeden Fall den Rekord gebrochen. Ich war Dings 5 Minuten schneller. Ja. 6. Aber das ist nicht der Rekord. Der Rekord ist 7. Chill kurz. Digga, musst du ab und zu auch mal so eine Belohnung geben im Kopf. Ja. Ich bin der Trainer, der dich motiviert. Mir ist egal, ob du mich magst oder nicht. Ich motiviere dich. Okay? Ich bin nicht hier, um dein Freund zu sein, sondern um dich zu motivieren. Okay, let's go. Kennst du den Film Coach Carter? Ja. Ich finde, du machst das super, Adler. Weiter. Danke, Bettina. Soll ich dir was sagen? Ja. Jedes Lob ist ein Verrat an Talent. Merk dir den Spruch. Deine gebe ich dir. Cyborg-Modus an. Cyborg-Modus an. Ja. Alter. Aber guck mal, das ist schon, das hat sich besser angehört. Das war gut mit diesem Grill. Ja, es hat sich knackiger angehört. Ja. Deswegen iPad. Ach so. Könntest du mir ein bisschen Cola eingießen, bitte? Gut. Kann ich machen. Aber erst ein Biss noch. Indy! Digga, gib doch. Ein Biss, sonst kein Schluck. Nein. Ist es, wenn wir mit dir Training machen? Bruder, red jetzt nicht über Training, Bruder, ich schwöre. Oh, ja. Denk auch mal so an 35 Kilometer laufen, danach Fahrrad fahren, Fitnessstudio, schwimmen. Boah, schwimmen wird kopflos morgen. Mhm. Wie? Ja, ach, gehst du morgen trotzdem zum Schwimmen? Ja, normal, was soll ich machen? Was sagst du, war das Härteste, was du gemacht hast? Essens-Challenge-mäßig? Boah, da habe ich noch kein YouTube und so gemacht. Hm? Da habe ich noch kein YouTube und so gemacht. Ja? Hm. Was denn? Digga, ich glaube, es gab wirklich einen Tag, ich kann mich an den Tag erinnern. Das war locker 20.000 Kalorien. Hundertprozentig. Wenn das keine 20.000 Kalorien waren, dann weiß ich auch nicht weiter. Leute, warte mal. Ich will mal kurz das zeigen. Ich habe keine. Zitrone. Oder auf jeden Fall 15 oder so. 15.000? Safe. Also, es waren auf jeden Fall. Weil ich weiß ja, wie viel ich gegessen habe bei der 10.000 Kalorien Challenge. Und an dem Tag, Digga, das war gottlos. Haltet mal auf die Wange. Aber ich hab's einfach allein gemacht. Ich bin alleine durch die Straßen gefahren, hab gegessen, einfach voll hobbylos eigentlich. Hatte nichts zu tun? Also 15.000 Kalorien zählen? Das war in der Uni-Zeit. Hobbyloser Penner, Digga. Das war in der Uni-Zeit. Das Döner-Video von uns hat 1 Million Aufrufe. Mhm. Wie viele Leute haben sich gedacht, was ist das für ein kranker Typ? Da lasse ich einen Follow da. Haben gesehen, dass du jeden Tag 60 Kilometer rennst oder 30 oder was weiß ich was und sind auf dich aufmerksam geworden. Und die sind jetzt in deiner Community. Gerne schön, bedank dich. Ich versuche dich voranzutreiben. Was habe ich dir vor 2 Jahren gesagt? Wie viele YouTube-Videos die Woche? 3. Hm. Was habe ich gesagt? Ist der Shit? Auf 3. Essen? Essen. Essensvideos. Ja. Ja, du hast ein Talent für Essen.
Lass sie das nicht nehmen. Wie ihr beide Essen und Training. Mit einer Wange voll mit Essen. Du hast ein Talent für Essen. Herbro. Aber wenn man sich so viel bewegt, muss man ja auch viel essen. Lass sie das nicht nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Mädels, die du beeindrucken kannst damit, Asa. Nee, ich glaube, das hat in den 26 Jahren noch nicht geklappt. Ich glaube, das wird nicht in Zukunft klappen. Oh. Digga, ich schwöre, guckt euch das an, bitte. Warum fokussiert es nicht, Mann? Du musst Digga, näher ranhalten, näher ran. Guckt euch diese Fleischschicht an, seid mal ehrlich, Chat. Findet ihr es schlimmer, ganz viel Fettiges zu essen, wie der Döner, oder ganz viel Süßes? Stell dir vor, du müsstest jetzt so 10 Stück Cheesecake essen. 10 Stück was essen? So Cheesecake. Diese ganz, das ist beides auf Dauer eklig, diese, wenn du das richtig Süße... Ja, oder? Warte, Melina ist nicht da. Zeig mal kurz, sieht man mal? Ich will mal den Bauch so kurz sehen. Aufgebläht, wa? Hm. Boah. Voll aufgebläht, Bro. Boah. Zieh mal bitte kurz aus. Ich will das sehen. Ich kann es nicht ausziehen. Wegen Perform All. Nein, ich zieh es nicht aus, Mann. Was denn? Das ist ja, egal. Ja, trotzdem, Digga. Nein, ist nicht egal. Was egal? Okay, dann, wenn du oberkörperfrei, hä? Ich bin 15 Mal im Stream auf deinem Instagram-Profil drauf. Und sie sieht es immer. Sie steht auf den Gotti. Okay? Ja, das hat ja nichts damit zu tun, sondern einfach... Digga, einfach... Das war Spaß. Ja, 7 Döner hat er so im Bauch, ich kann es also. Du müsstest auch voll auf Pump sein eigentlich, oder? Jetzt so? Auf Pump? Ja, Pump, also. Nee, Pump ist so. Bei mir, wenn ich immer früher echt viel gegessen habe, war ich immer relativ aufgepumpt, muss ich sagen. Pump kommt so bei 3 war Pump. Jetzt ist was? So. Ist schon dieser Dings übersprungen. Digga, lass mich einfach nicht reden, Bro. Was fragst du Fragen? Das stimmt. Du hast einen bemerkenswerten Körper. Aber du magst das, wa? Ja, das sieht voll, du siehst voll geil aus. Weiß ich jetzt nicht. Adler, weißt du noch, als du Edis Tanktop anziehen musstest? Ach so, ja. Oh, war so. Du hast den geilsten Körper, den ich kenne, wo ich gerne so aussehen würde. Von der Ästhetik her. Meine ich wirklich ehrlich. Danke. Wirklich. Wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann würde ich das so machen wie du. So aussehen. Nicht, ist nicht zu viel. Ist schon zu viel, eigentlich. Findest du das zu viel? Nein, sieht top aus so, aber für viele ist es zu viel. Aber ich rede jetzt nicht von diesen, du weißt ja. Mhm. Bodybuilder-mäßig. Aber Bro, neben meinem Bodybuilder bin ich auch ein Stock. Ja, aber darum geht es mir ja nicht. Sondern Es geht mir so um die Ästhetik. Dass manche breiter sind als du, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Vielleicht packe ich dich auch nochmal zu meinen Prime-Zeiten. Ne? Ja. Aber so von der Ästhetik her ist das top. Nicht mal Ronaldo, obwohl er hat einen 1000-mal besseren Körper als Ronaldo. Du ziehst dich heute noch aus. Ob du willst oder nicht. Kleines. Dann sieht's auch. Du ziehst dich heute noch aus? Ja, okay, ich zieh aus, aber was... Melina, kannst du noch bitte? Perform All. Hä? So sieht ihr aus, wenn ihr Perform All runtergeladen habt. Mit dem schwanger Bauch. 5. Monat bin ich gleich. Ne, 7. Monat bin ich 7 Döner. Das ist aber auch eine ganz andere Nummer. Aber Ronaldo wiegt mehr als du. Wie groß bist du? Aber er ist auch größer als ich. Mhm.
Wie viel wiegst du? Wie viel wiegst du? Macht er noch Mühle, ne? Also ich glaube, nach der Sache wiege ich safe 80. Ich finde, weißt du, was sich gut trifft? So ein Super Saiyajin. Aber nicht 3 oder 4, sondern so diese lockere erste. Super Saiyajin 1. Ungefähr. Boah, wie ich die Soße. Nein! Du wirst gebannt und ich werde gebannt. Mach locker. Denk an einen Obstteller. Einen Granatapfel. Nein! Denk an den Obstteller. Nein, nein, ich schlag trotzdem. Wenn du das schaffst, dann haben wir was geschafft. Du. Hat alle auf jeden Fall, also ich habe einen Rekord auf Twitch dann auf jeden Fall live gesehen. Mit dir. 7 Döner live on stream. Hast du ein Video mit für mich? Ja. Okay, letzter Bissen. Mach es, tu es. Ich tu es. Zähl runter. 5, 4, 3, 2, 1. Sieben Döner. Teller hoch, da ist ein bisschen Fleisch. Wir machen es hier ernst, aber das ist. Ja, ein bisschen Fleisch. Da ist ein bisschen Fleisch. Aber das fällt halt manchmal ein bisschen raus. Aber ist okay. 7 Döner, Ada. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Bro. Wir haben eh beide fertig, ist egal. Herzlichen Glückwunsch. Er hat es geschafft, Chat. Ich hätte im Real Talk, ich habe heute die ganze Zeit gesagt, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Weil 7 ist schon viel. Und ich wusste, was abgeht. Genau, und jetzt zeig den Leuten, was mit Perform All möglich ist. Boah, Digga, ich kann nicht mal anspannen. Ich schwöre, ich kann nicht anspannen. Ich schwöre. Ich schwöre, ich kann nicht anspannen, Bruder. Ich mein's nicht ernst. Das ist super. Das ist wirklich Super Saiyan 2. Boah, ich kotze gleich. Ich schwöre, ich kotze gleich. Geh mal dahin ein bisschen. Digga, das ist ja brutal. Bleib mal, Digga, das ist wirklich. Also, ich sag dir ehrlich. Das ist doch der größte Fake, dass du 77 Kilo wiegst. Nee, jetzt gerade wiege ich 77 Kilo. Ich mach kurz eine Insta-Story. Bruder, hör auf damit. Ich mach jetzt eine Insta-Story, ja, ob du willst oder nicht, ja, und markierbar vom Ort. Mach. Er hat es tatsächlich geschafft. 7 Döner. Perform All ist der Trainingsplan. Ist das krank, Digga? Alter, das ist wirklich krank. Ich sag dir ehrlich, ich habe noch nie, und das gebe ich dir hier, ich habe noch nie so einen guten Körper gesehen. Sag ich ehrlich, also von der Ästhetik, das sieht voll gecheatet aus. Ro hat mit 20 Subs an die Community. Dankeschön, Dankeschön für 20 Nachrichten. Aber jetzt habe ich mal eine Frage, hast du 2 Gotti-Pokale? Nein, hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, hast du nicht, AB. Sag das. Oh, hab ich schwer. Oh nein, hab ich nicht. Aha. Nee, jetzt dein Körper. Ich hab eine Plauze ein bisschen bekommen. Hast du gesehen letztens? Nee, geht doch voll. Bisschen verplauzt. Eli Jello hat eine leichte Plauze bekommen. Aber es geht. Den Bauchnabel ist mies tief. Mies tief? Ja, mal erst mal draußen. Komm mal, Mickey Stream, was macht er? Ne, ich kann nicht überschalten. Ich esse jetzt hier noch ein bisschen, aber... Bruder, nein! Nein, du isst... Digga, bitte. Eli, bitte, ich küsse dein Herz. Das musst du essen, Digga. Das musst du essen. Das ist ein Bissen. Boah, ich muss pissen, Digga. Ich muss pissen. Boah, Digga, ich kann nicht mehr. Willst du nicht noch? Ich hab noch einen Döner hier.
So Leute, das war's mit der Challenge. Weil ich esse hier noch den Ding hier, ne? Das esse ich auch noch. Eli hat 3 Döner geschafft. Ich habe 7 gegessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos. Sehr gut. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Jello braucht ihr nicht. Könnt ihr auch abchecken. Könnt ihr auch abchecken? Könnt ihr auch abchecken. Folgt nicht alle deinen Zuschauern. Ja. Checkt doch Jello ab. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Muss. Oh, rein, Freunde.